Jeder Gärtner hat so seine besondere Leidenschaft. Und die von Tilman Sommerin sind die Eidechsen. Und deshalb hat er seinen Garten wegen dieser possierlichen Tierchen ganz speziell eingerichtet. Nur wenige Gärtner würden einen Komposthaufen mitten im Garten platzieren. Aber bei Tilman Sommerin ist alles anders. In seinem Garten stehen die Zauneidechsen im Mittelpunkt, nicht die Blumen. Jetzt am Morgen kriechen die Echsen aus ihren Löchern und legen sich in die Sonne. Das ist die Wärmetankstelle sozusagen, was das Auto Benzin braucht, braucht die Eidechse Wärme, die kommt von der Sonne. Dieser Komposthaufen, ideal nach Osten ausgerichtet, bietet etlichen Tieren Unterschlupf, im Winter auch Winterquartier. Und hier findet man sie also bei gutem Wetter jeden Morgen. Die Tiere sind entspannt, sie lassen sich von Menschen gar nicht stören. Neugierig beobachten sie das Treiben im Garten. Vor 15 Jahren hat Sommerin die erste Eidechse beim Rasenmähen entdeckt. Seitdem hat er seinen Garten so umgestaltet, dass sich hier einige Paare wohlfühlen. Jetzt im Frühjahr ist Paarungszeit. Das grüne Männchen nähert sich einem braunen Weibchen. Die Männchen besetzen jetzt Reviere und immer wieder kommt es zu heftigen Rangeleien. Damit die Tiere sich aus dem Weg gehen können, bastelt der Eidechsenfreund ständig an neuen Lebensräumen in seinem Garten. Und kaum macht er Krach, kommt auch schon die erste Echse hervor und guckt, was es nun wieder Neues gibt. Wichtig ist zu wissen, dass ein Biotop auch von einem Pärchen letzten Endes bewohnt wird. Also die wohnen nicht Tür an Tür. Wer mehrere Paare haben will und den Garten groß genug hat, muss oder sollte dann auch für jedes Tier oder jedes Paar ein Biotop haben. Eigens für seine Tiere hat der Holztechniker die Eidechsenburg entwickelt. Dafür hat er Hartholzstücke zu einer Mauer aufgeschichtet, in der die Tiere genug Versteckmöglichkeiten haben. Am wichtigsten sind die Sonnenplätze auf der West- und Ostseite, damit die Eidechsen sich wohlfühlen. Auch für den Winter ist vorgesorgt. Unter dieser Steinoberfläche befindet sich das Untergeschoss, 60-70 cm tief. Hohlräume, die praktisch mit Kalkstein erzeugt wurden, ohne Sand, ohne Mörtel, ohne Lehm, sodass die Tiere sich im Winter dort zurückziehen können und haben dann praktisch 4 Monate, wenn sie Winterruhe haben, hier ein sicheres Quartier. Für alles ist hier gesorgt, doch es gibt ein Problem. Die Jungtiere können nicht abwandern und neue Reviere suchen, denn die Nachbargärten sind extrem echsenunfreundlich. Gemähter Rasen, keine Deckung und vor allem Katzen. Im Eidechsengarten hält ein Ultraschallgerät die Katzen fern, aber rundherum haben die Echsen wenig Überlebenschancen. Bleibt zu hoffen, dass noch einige Nachbarn von der Echsenliebe gepackt werden und ihre Gärten so umgestalten, dass auch die nächsten Generationen einen Platz zum Leben finden.